Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des dritten Teils von Legend of Zassun, der Demo Temple of Awakening. So, wir waren ja stehen geblieben. Und hier bei Karl und Furus, glaube ich, hieß der. Ja, Furus, richtig. Ja, dann wollen wir mal die beiden ansprechen. Ich denke mal, wenn ich denen das Essen jetzt hier wegnehme, das ist ja ein Armenviertel, dann werden die bestimmt aggressiv. Gut, dann quatschen wir jetzt den Karl mal an. Hey! Wer bist du? Ich bin Karl und wohne hier. Das ist alles? Geh zu Rufus, wenn du was willst. Der kann gut reden. Oh, beleidigen werde ich ihn bestimmt nicht. Ah, gucken wir mal, was Furus macht. Was geht ab? Warum fragst du? Reine Neugier. Neugier hat bis jetzt noch niemanden gut getan, also pass auf, wo du deine Nase reinsteckst. Dein Freund ist wohl nicht gerade der Hellste? Der Helle ist er nicht, aber stark und damit gut für mich. Außerdem ist er leicht zu kontrollieren und stellt keine Fragen. Ach so ist das hier. Jeder Trottel findet noch einen größeren Trottel, oder wie? Pass auf, was du sagst, oder soll ich Karl erzählen, dass du ihn für einen Trottel hältst? Was machst du hier? Hör mal, ich habe dir doch bereits versucht zu erklären, dass du dich aus meinen Angelegenheiten raushalten sollst. Was wir hier so den ganzen Tag treiben, hat dich nichts zu interessieren. Schon gut, ich gehe ja schon. Mach das, aber dein Essen und deine paar Roperi lässt du besser hier. Was? Willst du mich verarschen? Nein, wir haben Hunger und irgendwoher muss es man ja nehmen. Du liebes Bisschen. Das ist alles, was ich... Dann gib und bettelt doch im Armenhaus, die haben bestimmt etwas. Oh oh, Entscheidung, Entscheidung, aber sehr gut. Dann geht und bettelt doch im Armenhaus. Die haben bestimmt was. Wozu denn das, wenn du es doch gleich hier zu uns bringst? Karl, leiste doch etwas Überzeugungsarbeit. Alles klar. Oh, shit. Hallo? Sorry für das Ruckeln. War noch nicht im Cash. Ist Karl jetzt hinter mir her oder nicht? Okay, nee, doch nicht. Die Musik sagt das ja. Oder? 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 Karl, Karl, Karl? Oh. Erwischt. Oh, eine Ratte. Hallo, Karl. Hör auf. Dich kriege ich noch! Ja, okay. Das ist ja interessant. Oh, jetzt müsste ich eigentlich. Das hab ich. Ist er immer noch hinterher! Mann, das weiß doch inzwischen jeder. So ruckel ich hier. Meinst du, mir geht es besser? Dich kriege ich noch! Naja. Das ist eine schlimme Sache. Er hat auf die falschen Leute gehört. Okay, er hat seine Waffe eingesteckt. Ach, erzähl mir nicht sowas. Oh mein Gott. Da hätte ich nie ansprechen sollen. Gut, okay, ich glaube. Gefahr gebannt. Würde ich erstmal ins Logbuch gucken. Überfall. Ein neuer Anfang. Aktuelle Mission. Ein neuer Anfang. Das wäre die Hauptquest. Okay, wegen Triss. Ich soll ja Klamotten holen. Der Überfall. Was heißt denn einmal immer UV? Karl und Furus haben mich grundlos zusammengeschlagen. Ich sollte dies melden. Okay, haben sie zwar nicht, aber sie haben mich bedroht. Oh, aktuelle Mission, erfüllte Mission. Okay, das war die Liste, gescheiterte nicht. Allgemeine Infos. Aha, da habe ich noch nicht geguckt. Das Kloster von Zassun. Im Kloster erforschen die Geheimnisse der Magie und studieren die Geschichte unserer Welt. Außerdem brauen sie dort auch ein vorzügliches Bier. Mhm, Lehrer. Ahus kann mir was über das Schmieden beibringen. Händler. Helene kann ich Essen kaufen? Kaufen? Ich dachte, du kriegst umsonst. Die Stadt Assen. Ah ja, da muss ich noch was dazu sagen. Ich habe ein Schriftpatch
eine größere Schrift hier installiert. Kann sein, dass es im Original mit der Originalschrift dann dieses U mit dem Accent Circumflex angezeigt wird. Hier bei der Schrift, bei meinem Schriftpatch wird es nicht angezeigt. Da denke ich mal, dass da der Fehler liegt. Questbezeichner. Sehr gut. Also UV ist unteres Viertel, aha, UM ist Umgebung, HF ist Hafen. Ah, das sind die Quests, wo ich ungefähr mich orientieren kann. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann gehen wir mal zu Triss, also dieses kleine Jägerlager. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, ich habe mich jetzt eben verjagt, das sind ja Proleten, sind das da. Voll die Proleten. Das ist doch eigentlich gar nicht drauf. Ja, also, auf zu Triss. Das ist ja hier raus. Meinst du, mir geht es besser? Warte mal! Was gibt's? Wo willst du hin? Na doch. In den Wald, warum fragst du? Nun, es kann außerhalb der Stadt ziemlich gefährlich werden, gerade für jemanden wie dich. Jemanden wie mich? Hör mal, du bist gerade erst in der Arena zusammengeschlagen worden und solltest froh sein, dass du noch lebst. Das ist ein nahezu sträflicher Leichtsinn, in den Wald zu gehen. Wie könnte ich mich denn vor den Gefahren schützen? Also erstmal solltest du nicht ohne eine Waffe aus der Stadt gehen, um dich im Notfall verteidigen zu können. Oh je. Sag mir, was ich über den Ort wissen muss. Das ist irgendwie nicht... Möchte mich beschweren? Was? Warum sind die ganzen Leute eigentlich hier im Viertel? Ich habe von einer Goldmine gehört. Ich möchte mich beschweren. Aha, ich möchte mich beschweren. Das möchte ich mich jeden Morgen, wenn ich hier aufstehe, auch. Aber was gibt es denn? Karl und Furus haben mich niedergeschlagen, also eigentlich nur Karl und die zwei haben mich ausgeraubt. So? Und gibt es jemanden, der das bezeugen kann? Naja, weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Dann kann ich da wohl kaum etwas machen. Selbst wenn es stimmt, würden die zwei das einfach abstreiten. Mir sind da wohl die Hände gebunden. Was? Das kann doch nicht sein. Ich meine, die haben mich niedergeschlagen und ausgeraubt. So ist das leider mit dem Gesetz. Es zählt nicht, was wirklich passiert ist, sondern nur, was du von dem beweisen kannst. Und es ist definitiv jetzt mal der Text. Sonst könnte ich ja jeder dahergelaufene Streuner wie du zum Beispiel jemand anders beschuldigen. Ein bisschen zu schnell. Ich werde Ron mal davon erzählen und ihm sagen, dass er die zwei Typen im Auge behalten soll. Mehr kann ich aber auch nicht machen. Jetzt dreht er sich um. Ganz große Klasse. Karl und Furus lachen sich gerade bestimmt eins ins Fäustchen. Okay, was jetzt? Na, dann gehe ich mal. Dreht er sich wieder um? Nur so aus Interesse. Ja? Warum willst du in den Wald? Na, eigentlich wollte ich nicht in den Wald, sondern nur bis zum Jägerlager und wieder zurück. Gut, auf dem Weg dürfte es einigermaßen sicher sein, aber sei trotzdem wachsam. Bin ich. Sehr gut. Okay. Das ist ja alles sehr ein bisschen korrupt auch. So, ich habe doch irgendwo eine Ratte gesehen, als ich bei den beiden rausgesprungen bin. Gucken. Soll ich es wagen? Wo waren die beiden denn? Ah, da ist ja die Ratte. So, dann ziehen wir mal eine komische Sense und dann machen wir die Ratte mal platt. Hallo? Die läuft auch noch weg. Okidoki. Da ist nichts zu holen. Hier, die alte Stimme vom Werker. Nichts zu holen. Das ist jetzt eine neue Stimme. Da ist nichts zu holen. Werkers Stimme. Nichts zu holen. Neue Stimme. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen.
Okay, das sind zwei verschiedene Stimmen. Vielleicht ist unser Held ja schizophren. Na gut, okay, das nur halt eben so nebenbei. Also, gehen wir wieder zurück, beziehungsweise in die Richtung Wald. Wo ich könnte mich mal heilen lassen. Von dem Klerus. Ich brauche Heilung. So sei es, Adanos, gib mir die Kraft, um diese geplagte Seele zu heilen. Ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts und Jump. Schön gemacht, schön animiert. Adanos segne dich, bitte geleite deine Kinder durch die Welt und schütze sie. Okay, war zwar nicht viel zu heilen, aber trotzdem. Was hier, was ist denn das für eine lustige Wand? Vielleicht kommt da später Werbung hin. Okay, kommen wir überhaupt durch? Rekrut? Wir kommen durch. Ah, hier gibt's was zu Mampfen. Dunkelpilze. Butlerfleisch. Bisschen mehr. Kann ich eigentlich verkaufen, weil Nahrung ist ja sehr wertvoll, oder? Gucken. Ich habe leider keine, noch nichts, was Fernwaffe angeht. Oh, Blauflieder, das gibt Mana, denke ich mal. Mana und Lebensenergie, wenn das so geblieben ist. Und eine Heilpflanze, na klasse. Kann man hier ein bisschen, sagt der Spieler, Weidenbär, wie sagt der Spieler, looten. Looten. Auch so ein lustiges Wort. Looten, hier gibt es Loot. Blauflieder. Gehe eigentlich mal so im Zickzack hin und her. Sollte ich den Weg nicht verlassen. Ja, für Heilpflanzen und ein bisschen Pilzkram. Sehe da hinten auch nichts. Da hinten ist was. Wölfe. Da sind die Wölfe. Und was ist da? Nichts. Oh, warte mal, ich werde mal sicherheitshalber mal abspeichern. Ja, ja. Abgespeichert ist. Und gucken wir mal, was wir eigentlich schon hier haben. Wertvolles. So, Feldrübe, Wert 3. Hm, keine Leben. Lebensenergiebonus, Mana-Bonus, okay, das ist so geblieben. Botschaft für Triss. Weidenbeere, Lebensenergie, Buddlerfleisch, Lebensenergie, Dunkelpilz. Und Heilpflanze. Gut, dann wissen wir das auch. Oh, da unten, Gobbos! Wie Menschenfleisch. Ach nee, das war ja Velaya. Ach, hier gibt es schöne Pflanzen. Ach, Löwenzahn. Sehr gut. Das ist mal reell. Oh, noch ein Gobbo. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ist gut. Oh, Scavies. Also, super schön gemacht. Hier steht eine Sonnenblume. Oh, jetzt werde ich doch verfolgt. Na, was mache ich jetzt bloß? Wieder kämpfen? Oh, nee. Ja, es ist sehr gefährlich. Wo ist denn jetzt die Jagdhütte? Einigermaßen sicher. Ich habe noch keine Lust, mich irgendwie mit irgendwem anzulegen. Nicht mit meinem Zahnstocher als Waffe. Matsch, Smatsch. Oh, hier haben wir wieder was. Eine Heilpflanze, das ist ja ganz gut. Oh, Scabby ist im Hintergrund. Okay. Ah, da leuchtet's. Ja, ist gut! Nee. So. Ein Glück. Sicherheit. Stopp. Oh nee. Ja, krieg ich den? Nee, krieg ich nicht. Jetzt mampft er mich. Bin ich jetzt tot? Ich glaube, ich bin jetzt tot, ne? Ja, das wird nichts mehr. Hä, es ist doch riskant. Gut.
So. Gut, dass ich vorher abgespeichert habe. Also das heißt quasi, ich müsste vorher rennen. Einfach nur rennen und alles ignorieren. Und okay, mein Cash ist ein bisschen. Ach, so weit bin ich noch gar nicht gekommen. So weit bin ich noch gar nicht gekommen. Also, okay, das kann ich auf jeden Fall nehmen. Lauflieder. Also Gobbies, Gobos und Scabbies. Und jetzt hau ich einfach ab. Ja, ist gut. Oh ja. Weg! Mann. Ja, wenn ich mich hier irgendwie aufhalte, um lecker Pflänzchen zu pflücken, aber... völlig neue Texturen bei, beziehungsweise das mit dem Löwenzahn finde ich klasse. Super klasse. Also, ich bin echt schon auf die Vollversion gespannt. Ein bisschen lang. Ja, ist gut. Da hat man überhaupt gar keine Zeit, sich mal hier umzugucken. So. So, jetzt habe ich hier jemanden. Das ist bestimmt... oh, das sind sogar mehrere. Oh, Fleischwanzen. Hey Fremder, sag an, was führt dich zu uns? Ich erkunde die Gegend. Abenteurer, was? Dann will ich dir mal einen Tipp geben. Der Wald ist kein angenehmes Pflaster. Wenn du am Leben bleiben willst, solltest du in der Stadt bleiben und den Wald echten Männern wie uns überlassen. Hier bei uns bist du natürlich auch sicher. Wirklich? Dann traue ich mich mal wohl lieber nicht mehr nach draußen. Kannst du mir etwas über diese Gegend erzählen? Oder zu der Gegend erzählen? Klar, schließlich leben die Jungs und ich hier schon ewig hier. Solange du schwach bist, kann ich dir nur raten, den Wald zu meiden. Jedenfalls solltest du nicht zu weit in ihn vordringen. Die einfachste Regel, wie du wissen musst, ist, je tiefer du in den Wald gehst, desto gefährlicher wird es. Klingt logisch. Hast du sonst noch Tipps? Klar, wenn du aber schon mal ein Tier erlegt hast, solltest du nicht vergessen, ihm das Fell und die Zähne Krallen abzunehmen. Das bringt eine Menge Geld. Das Fleisch ist dann schon fast unwichtig. Okay, das ist ein Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Können schon, allerdings besteht dann das Risiko, dass du uns Konkurrenz machst. Du könntest mir diese Angst aber nehmen, wenn... außerdem könnte ich dich Geschicklichkeit lehren. Sorry. Wie viel willst du? Ich sehe, wir verstehen uns. Also für 50 Rupiri bringe ich dir alles bei, was du wissen willst. Haben wir natürlich nicht. Dann, was macht ihr hier draußen? Was macht ihr hier draußen? Schau dich mal um, Jupp. Triss und ich leben neben und von dem Wald. Wir sind Holzfäller. Was? Sorry. Es ist ziemlich praktisch, wenn niemand Holz kaufen will, jagen wir etwas mehr. Und wenn niemand Fleisch kaufen will, geht ihr... was? Jetzt komme ich ganz durcheinander. Achso, wenn niemand Fleisch kaufen will, dann geht ihr in den Wald und schlagt Holz, richtig? Genau, du scheinst ein kluger Gebursche zu sein. Vielleicht kannst du sogar etwas für uns tun. Erzähl. Hast du schon die ganzen Fleischschwanzen um uns herum bemerkt? Ich habe schon so viele totgeschlagen, aber sie kommen immer wieder. Wenn du es schaffst, uns diese Plage vom Hals zu schaffen, wären wir dir sehr dankbar. Ich weiß auch schon, womit ich dich entlohnen kann. Womit? Schaff du uns diese Plage vom Hals, dann wirst du es schon noch erfahren. Also machst du's? Sicher. Sieh die Sache als erledigt an. Super, wir erzählen auf dich. Mach, dass das eklige Geräusch aufhört. Okay, ich gehe da mal. Also, ach Jürgen! Den habe ich gar nicht zuerst eingeladen. Jürgen, dann hätte ich ihm eine ganz andere... Stimme gegeben. Von der Assoziation Jürgen. Jürgen, den hätte ich ihm so eine Stimme gegeben.
Ja, wie Jürgen, das war irgendwie bei RTL irgend so eine lustige Sendung. Okay, dann wollen wir mal hier die Fleischwanzen platt machen. Okay. Tastatur klackern. So blöd. Ja, das ist so. Getötet mit Einhand. Okay. Ah, das ist ja interessant. Getötet mit Einhand. Das ist eine gute Information. Vielleicht. Ich habe ja gelesen, Learning by Doing. Desto mehr Erfolg ich sozusagen mit Einhand habe. Ja, sehr clever. Das ist eine gute Sache. Also. Ja, sieh mal, ich... Irgendwie schlage ich plötzlich anders. Obwohl ich die gleiche Tastenkombination mache. Sehr gut, also Leute. Das motiviert. Achso, die Fleischwanze ist noch nicht gekillt. Oh. Also die sind echt schwierig zu killen hier, die Fleischwanzen. Sag mal. Kriege ich auch welche kaputt oder wie? Oh, das ist aber eine Sisyphus-Arbeit. So, getötet mit Einhand. Okay, ich brauche den richtigen Abstand und dann mache ich einen Doppelschlag. Eins, zwei, ja, siehste. Dann klappt das. Na, aber ich bin nah dran. So. Aber ist hier irgend... Moment mal, jetzt muss ich mal gucken. Fleischwanze. Fleischwanze. Da ist nichts zu holen. Okay, nichts zu holen. Okay. Respawn? Mal wollt ihr mich verarschen? Da brauche ich ja gar nicht mehr weitermachen, wenn die mal wieder respawned werden. Oh, sorry. Ich habe eben meine Hand vorm Mund gehalten. Quatsch, das Mikrofon. Ey, jetzt bin ich ein bisschen dull. Jupp und Triss. Ah, ich hey. Zu Triss. Hi. Dum-di-dum-di-dum. Entschuldige, ich muss das sagen, sonst schlafe ich ein. Ich bin Triss. Was machst du so? Ach naja, hier gibt es nicht mehr so viel zu tun, seitdem es einen Überschuss an Holz gibt. Unser Lager ist bereits gut befüllt. Ich komme von Rufus. Er hat eine Botschaft für dich. Ah, oh, mein guter Freund Rufus, ich hoffe, es sind gute Nachrichten. Da wir so viel Fleisch haben, gebe ich dir mal was auf den Weg. Danke. 5 Gegenstände erhalten, gebratenes Fleisch. Ja, das ist doch nett. Gebratenes Fleisch sogar, aha. Danke, danke. Ja, ich will aber hey. Klamotten haben. Erzähl mir mehr. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Das Leben eines Jägers ist müßig. Jupp und ich haben im Moment nicht allzu viel zu tun. Jürgen hat glücklicherweise auch eine Jagdpause eingelegt, auch wenn er noch die restlichen Baumstämme sägt. Eigentlich warten wir nur auf weitere Aufträge aus der Stadt und dem Hafen. Das Baumholz stapelt sich bei uns bereits. Hätte ich anders ver... anderen Klang genommen. Okay. Aber das ist es eben, wenn man spontan spricht. Und man muss immer bedenken, so von wegen, der Text könnte jeden Moment sich ausblenden. Aber ich gehe einmal. Die Botschaft habe ich doch Triss gegeben, oder nicht? Ja, habe ich. Hey! Was ist jetzt mit der Klamotte? Oh.
So, darf ich ins Haus rein? Ich muss mal pennen, weil das ist mir zu dunkel hier. Holzmesser. Gibt's hier ein Bettchen? Ich werde auf jeden Fall nichts hier wegnehmen. Eischwanzen, ja, ja, die sind blöd. Ah, ein Bettchen. Mal schön. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Gut, haben wir jetzt auch erledigt. Eischwanzen, wer hat mir den Auftrag gegeben, der Jürgen? Warte mal! Okay. Also Moment mal, wenn ich eine Fleischwanze töte, kommt eine neue. Oder wie sehe ich das? Ja. Also. Das hat ja Jürgen auch erzählt. Ja. Kann ich doch haken hier. Das wird... Das wird schwierig. So, Jupp. Habe ich den schon vertont? Ne, Jupp. Ah, ja, ja, Jupp, der hört sich an wie ein Kölner. Hey, du! Hey, wie geht's? Wenn ich ein kühles Bier hätte, ging es mir viel besser. Bei dieser Braterei zerläuft man förmlich. Ist das nicht ein Zufall, dass du gerade hier bist? Du holst mir bestimmt ein Bier. Ein Freund bist du. Klar, wo soll ich das herkriegen? Ah, Kloster natürlich. Schau mal in unsere Lagerhöhle. Da sollte es noch welches geben. Geh da mal. So ein liebes bisschen Lagerhöhle. Ich will mich doch verarschen. Da ist ja bestimmt Getier drin. Wo ist denn die Lagerhöhle? Okay, hier dreht keiner mehr. Darf ich drehen? Gucken, darf ich drehen? Ich darf drehen. Okay, danke. Lagerhöhle. Ja, die müsste dann noch wahrscheinlich irgendwo... Höhle. Er hat ja nicht Haus gesagt. Höhle, Höhle, Höhle. Ich denke mal, dass sie da hinten ist. Genau, richtig. Lagerhöhle. Ist da wer? Ist da was? Ist da irgendwas? Oh, oh, oh. Aha. Bier in der Lagerhöhle. Jede Menge Fässer. Wein zum Beispiel. Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Okay. Ah, da komme ich durch. Was? Rohstahl? Ich nehme es einfach mal mit. Hammer. Ich werde bestimmt nachher angesprochen. Hey, du hast geklaut. Würde mich nicht wundern. Also was jetzt hier schon so, was ich schon erlebt habe. Ah, hier ist das Bier. Einfallsreich. Die neue Pflanzenwelt. Das finde ich gut. Ich als Naturliebhaber mag das. Sonnenblumen, Löwenzahn. Cool gemacht. So, Schafsfell. Oh, weia. Ich weiß nicht. Nee, ich will mich noch nicht hier vollschlagen. Ich werde einfach mal wieder zurückgehen. Bier habe ich ja. Gehen wir wieder mal zum Jupp rüber. Zum Jupp. Wo ist der Jupp? Borken. 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 Die Namen sind auch lustig. Borken. Anderer Name für Gabel oder beziehungsweise andere Bezeichnung. So, Jupp. Warte mal. Ich habe dein Bier. Dann her damit. Hier.
Ah, das war gut. Danke. Zur Belohnung bekommst du auch etwas von mir. Der Gegenstände halt gebratenes Fleisch. Geh dann mal. Also, ich habe mal gucken. Ich warte mal an. Okay, die Quest ist weg. Also, gebratene Fleisch habe ich bekommen. Gut. 8 Stück. Ja, das mit diesem Fleischwanzen ist natürlich lustig, ne? So. Jetzt gucke ich mal, wie viele. Ich zähle mal die Fleischwanzen. Hier ist wieder eine. Eins. Eine. Also bis jetzt eins. Drei. Da ist nichts zu holen. Dann bleiben sie wohl immer 4 Fleischwanzen. Die 5, oder? Die 3. Das heißt also, irgendwo muss ein Fleischwanzennest sein. Logischerweise in der Erde, weil die werden ja einfach respawnt. So, Forken. Soll ich ihn anquaken? Forken. Wer bist du? Ich bin Forken. Angelernter Jäger und Holzfäller. Kannst du mir was beibringen? Nein, ich sagte doch, dass ich nur angelernt bin. Ich kann gerade mal einen Bogen halten. Ich gehe da mal. Gut. Bisschen dümmlich. Aber egal. Ja, Forken. Oh, es gibt wieder. Ach, mal. Oder auch noch was? Klar, Fleisch. Hallo? Ich? Nö. Oder Butlerfleisch und Dunkelpilz. Ja gut. Hellere Jupp. So, nochmal den Triss besprechen. Hey. Also, was war denn jetzt das mit der Dings, mit der Klamotte? So, Triss ist südlich der Stadt in einem Jägerlager. Rufus scheint, also ich muss zurück zu Rufus. Wie das aussieht. Ja. Dann werden wir dieses tun. Gut, okay, ich könnte hier noch weiter quaken und hier die Quest mit den Fleischwanzen beenden. So, hergekommen? Ich bin von da gekommen. Doch, da, das mache ich nicht. Das hält nur immer auf. Und da hinten sind sie wieder, die blöden Scary. Ja, ja, ich weiß. Da bin ich jetzt doch falsch. Oh, mein Orientierungssinn. Nein! Stopp, da oben ist jemand. Ich bin in der falschen Richtung gelandet. Schon wieder eins von diesen Biestern. Oh, scheiße. Oh, naja, ich bin in der falschen Richtung. Ach ja, okay. Das war die falsche Richtung. Ja, ich und mein Orientierungssinn. Wenn ich es schaffen sollte, wieder zurück ins Viertel zu gehen, zu kommen. Das ist ja gut. Bedrohliche Schreie. Hau ab. Okay. Das ist ein Biester. Leute. Aufregend. Ah, das finde ich auch gut so. Dass es nicht so offensichtlich ist, dass der Weg, wenn man stur auf ihm stehen bleibt, stur den Weg geht, dass man ungefährlich da entlang wandern kann. Wie bei den anderen, wie beim Originalspiel von Gothic. Wird man einfach lecker angequakt. So ist die Sonnenblume. Was er gleich geschafft. Ja, Gobos. Ich brauche jetzt. Ach, hier ist übrigens ein Handweiser. Steht was drauf? Okay, steht was drauf. Steht drauf.
Hafen. Goldmine. Asun. Sehr gut. Jetzt ruckelt es aber ein bisschen. Warum, weiß ich nicht. Gut, ich bin wieder zurück. Sicher in der Hafenstadt. Und, Hafenstadt, was sage ich denn? Sicher im Armenviertel, im AV. Oder im UV, besser gesagt. Ich mache an dieser Stelle mal Schluss für den dritten Teil. War wieder sehr bewegend. Und wir sehen uns. Liked mich oder klickt den Daumen nach oben. Oder wenn ihr wollt, verfolgt mich. Also follow me. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.